Was haben Sie für ein Elternhaus gehabt? Wie sind Sie aufgewachsen? Was haben Sie für eine Kindheit gehabt? Also ich bin, wie vorhin erwähnt, in Hornussen im Fricktal aufgewachsen. Das ist ein Dorf von damals immer so zwischen 650 und 750 Einwohner. Ein Industriebetrieb, nämlich der Seife Mettler. Glycerinseife ist heute noch einmalig auf der Welt. Und es gibt die Firma immer noch. Allerdings ist sie nicht mehr im Familienbesitz. Also die heutige Generation hat die an einen Konzern veräussert. Aber jetzt zum Beispiel in der ganzen Corona-Zeit sind die Glycerinseifen frisch ab Produktion weg, ob schon man sie ein lagern sollte. Und auch andere Sachen sind produziert worden. Ich selber hatte auch ein bisschen Beziehung zu dieser Fabrik, weil meine Mutter hat dort in dieser Firma gearbeitet, vor dem Heiraten. Und das haben wir natürlich in ihren Erzählungen mitbekommen. Das Dorf war sonst ein Strassendorf. Wir sind während der Mustermesse in Basel noch ein bisschen an der Börder oben gesessen mit einem Notizblock. Und immer, wenn ein Chrysler vorbeikam, hat man zwei Striche gemacht. Oder wenn ein Ford kam, von der grösseren Sorte mit den Flügeln hinten und so, dann hat der Plausch gehabt. Das ist die alte Landstrasse von Zürich auf Basel. Und die war nie so voll gewesen, wie während der Mustermesse natürlich. Aber wir haben, wenn nicht Mustermesse war, haben wir ohne weiteres mal können 5-10 Minuten schutten auf dieser Strasse. Es kam kein Mensch vorbeikommen. Höchstens einmal eine Frau mit dem Velo, der auf Bünden raus ist, arbeiten. Damit sage ich, es war ein sehr beschaulicher Ort. Wir sind dann noch ein bisschen neben der Hauptachse bin ich aufgewachsen, im Elternhaus von meiner Mutter. Und zwar in einem Kleinbauernbetrieb. Mein Vater, darum hat er sich auch nicht so gross gewehrt gegen die Enteignung. Mein Vater war Metzgermeister von Beruf. Und das ist vielleicht auch eine Geschichte, die typisch von dieser Zeit stammt. Meine Mutter war die geborene Wirtin. Erstens konnte sie gut kochen, sie konnte gut konversieren, sie konnte mit den Leuten gut können. Und mein Vater und meine Mutter wollten am 3. September 1939 den Vertrag unterschreiben. Das haben sie uns immer wieder erzählt. Damit sie hätten können ein neues Restaurant bauen, das Alten abreissen, das Gotthard, das heute noch steht. Im 1939 wollten sie das abreissen. Dann mit einer Vorfahrt natürlich einen repräsentativen Restaurantbau machen, mit 2-3 Gästezimmern oder 4. Hinterzu eine Metzgerei, hinterzu ein Wohnhaus. Ja, zwischen dem Wohnhaus, dann eine Metzgerei. Und hinten hat Sisseln müssen die Schlachtabfälle aufnehmen. Das war damals noch Stand von der Technik oder vom Selbstverständnis von einem Gewerbler. Am 27. August musste mein Vater einrücken. Erlebt habe ich es nicht. Ich bin erst im 41. geboren. Aber erzählt haben sie das x-mal. Und ich sage jetzt etwas vielleicht mehr allgemein für viele Aargauer und Aargauer Familien oder Schweizer Familien. Der Krieg ist nicht spurlos an dieser Generation vorbeigegangen. Der Lebensweg oder ihr Lebenskreis, den sie im Auge haben, den sie geheiratet haben, etwa 2-3 Jahre vorher, der hat ganz anders ausgesehen. Und der Vater ist dann im 1945 zurückgekommen mit einer Krankheit, wo er im Dienst aufgelesen hat. Und der ganze Lebensplan musste geändert werden.
Mittlerweile sind wir dann 4 Kinder. Meine älteren Brüder 39. Und die nächsten 3 waren Urlauber, wie ich. Ich war dann der erste Urlauber, im 41. Uns hat man auch so gesagt, sogar auf dem Schulweg, haben die Eltern gefunden, ja, du bist ja nur ein Urlauberli. Das mehr so eine Anekdote, aber so hat man damals geredet. Die Atmosphäre war unglaublich intim in diesem Dorf. Jeder hat jeden gekannt. Jede hat jeden gekannt. Man hatte einen Zusammenhalt in den Vereinen. Dann gab es 2 Sektionen, der Männerchor und Musikgesellschaft. Alle haben geschaut, dass sie die Junioren haben können, möglichst früh engagieren können. Es war eine Zeit, in der man am Anfang noch gelaufen ist, von vorn aus, zum Beispiel in Pitz, Zirkschule auf Frick, bis man selber etwas beigetragen hat zum ersten Velo kaufen. Die Eltern haben nicht einfach das gesponsert. Natürlich, es ist nur etwa 4 Kilometer, aber immerhin, am Morgen um 10 ab 7 Uhr hat die Schule angefangen. Aber das sind Sachen, die wir einmal ein bisschen geprägt haben. Und der Kleinbauernbetrieb hat eigentlich Mutter geführt. Und die Kinder sind natürlich schnell eingespannt worden, weil der Vater hat auswärts in einer Metzgerei gearbeitet. Er war eigentlich ein Pendler. Nachdem er aus dem Krieg zurück war und die Krankheit auskuriert war. Als Beispiel, ich bin am Morgen um 5 Uhr zuerst Gras schneiden, zusammenräumen, zurückbringen, das Vieh gefüttert, Milch in die Hütte gebracht und am 6:45 Uhr los. Die Post, wo ich dann das Velo hatte, vorher musste ich früher gehen, mit dem Velo in die Schule auf Frick. Primarschule selbstverständlich am Ort. Das war damals noch undenkbar, dass man wie heute zum Teil aus Gemeinwesen oder Weiler mit 600 Einwohnern die Schule wegnimmt. Absolut undenkbar. Die Dorfschule hat sehr viel gegolten. Ich habe sie genossen. Ich bin einer, der offenbar gerne in die Schule ist, die ganzen 9 Volksschuljahre. Und nachher hat es geheißen, Bauer ist da gar nichts. Ich habe mir vorgestellt, das wäre etwas, oder? Und meine Eltern haben gesagt, vor allem war dann die Zeit hier von dieser Enteignung, die war dann vorbei, in die Schule gehen. Dann sind wir ins Gymnasium schauen, auf Aarau, weil meine Gott dort war, hatte ich sowieso schon eine gute Verbindung. Und mein Vater, typisch Metzger, Sauberkeitsfanatiker, hat schon nach dem ersten Zimmer, das man angeschaut hat, das war am Samstagmittag um 3 Uhr, nachdem alles putzt war, und morgen war ja noch Schule, ist der Maulecker schon nach unten gelaufen. Da habe ich gesehen, das kommt nicht gut. Dann hat er gesagt, geh du auf Wettingen ins Seminar. Dort ist das Internat nicht so eine Dreckbude wie die hier. Und ja, da bin ich Seminar. Ich habe dann mit grosser Freude Seminar gemacht, Freude bekommen, auch am Unterrichten, am Musizieren. Ich habe selber geturnt, habe schon Zehnkampf gemacht. Mit 18 habe ich den ersten Kranz geturnt für den Seminarturnverein Wettingen. Und es hat dann noch ein paar später gegeben, bis 32 habe ich Zehnkampf gemacht. Seminarzeit in Wettingen, wo man intern war und erst am Samstagmittag wieder heim, am Sonntag zu Abend wieder eingerückt. Das war so ein bisschen eine vorgezogene 4-jährige Rekrutenschule. Wenn man es nicht verstanden hat, der Internatsleiter einigermaßen gemögig zu stellen. Und der Seminarleiter, eine wunderbare Figur, Walter Basler, aufgewachsen in Zeien, Fricktaler. Der hat natürlich alle Fricktaler am meisten geprüft, hat am meisten von ihnen verlangt, ob schon er vor ihm nachher gekommen ist als Lehrer, dann ein Seminar als Seminarleiter Wettingen. Aber das war gut, man hat im Garten gearbeitet, man hat gelernt Zweien, also beispielsweise auf einem wilden Baumstrunk hat man Fricktaler-Krise
drauf zweit. Und das sind nur so ein paar Eindrücke. Man hat Gartenbau gelernt, man hat natürlich mit den Kollegen dann den Aargau erlebt. Da sind die Prügel von Breitenau und Zofingen gekommen und haben uns hier als Milchbübli angeschaut, natürlich aus dem Fricktal. Extern sind die aus der Region Baden-Wettigenbruck hin und her pendelt, am Morgen mit der Bahn. Vom Fricktal her war es undenkbar, da hat es vielleicht 10 Zugsverbindungen pro Tag, höchstens. Aber dass wir hier jeden Tag heim wären, so wie die Arbeiter von der Braun-Boveri zum Beispiel, die jeden Tag am Morgen um 5 Uhr auf dem Zug sind, das war nicht denkbar. Also das Seminar Wettigen war für mich eine unglaublich bereichernde Zeit. Und so und am Samstag zum Mittag heim, Überhosen angelegt und los die Post und die Mutter unterstützt mit dem Bauernbetrieb. So ein bisschen eine Schwarz-Weiß-Landschaft, kann man sagen. Es war ja nicht undenkbar, daheim über das Wochenende nachher irgend 2 oder 3 Bücher verschlingen. Aber im Seminar, wenn man intern war, hat man jene Zeit gehabt, zum Spörteln, zum Musizieren, zum Beispiel ein Orgeldiplom machen während dem Seminar. Und dann eben mit der Aussicht, entweder weiter studieren, wenn man gerade gehen will. Das war undenkbar für mich schon aus Fragen der Mittel. Und ich habe dann eine Stelle avisiert. In dem vierten Seminar bin ich als Zehnkämpfer schon vom Stadtturnverein Baden angeworben worden. In Luzern am Turnfest 62, da bin ich 21-jährig, haben wir 7 Leichtathletik-Rennen geturnt. Also wenn ich sage Hammer, da bin ich eben einer von diesen 7 gewesen. Und darum wollte ich eigentlich auf Baden wählen. Das ist dann allerdings erst nach 3 Jahren gelungen. Der Seminarleiter, Seminardirektor damals, Paul Schäfer, hat auf eine Anfrage von der Schulpflege Baden, wo 3 Leute im Rennen hatte, gesagt, ja, was meint ihr zu dem Bürger hier vom Bricktal? Was meint ihr zu dem XY von Baden und dem Z von Thurgi? Ja, schicken den Fricktal, den schicken wir lieber ins Fricktal haben oder sonst irgendwie in ein Bauerndorf. Und das hätten wir dann noch freudestrahlend eröffnet, der Pfeilschäfer. Meine Reaktion war relativ unschön, aber ich habe dann das Patent gleich bekommen. Nach guter Fürsprache von meiner Lehrerin. Bei ihm bin ich eigentlich nur in Psychologie. Und schon das hat... Schon mit dieser Psychologiestunde könnte man ein Band füllen. Mein Werdegang war dann zuerst Lehre in Oberohrdorf. Das war die Alternative. Aber auch in Wegenstätten wäre in der Auswahl und so weiter. Nach 3 Jahren habe ich dann mich auf Baden gemeldet und bin hier gewählt worden. Ich bin relativ schnell im gesellschaftlichen Leben, also ich war eigentlich schon drin in der Turnerei, aber habe Sachen musizieren, allerdings den Kirchenchor geleitet und gurgelt in Oberohrdorf. Und das habe ich nachher noch 7 Jahre weiter darüber ausgemacht, als Pendler von Baden aus. Im Militär habe ich auch ein paar Schritte gemacht. Und irgendeinisch hat mir der Hans Hauser, damals Schulpflegepräsident, gerade hier vorne am Ländli-Schulhaus angesprochen und gesagt, ja, ist jetzt gut gesehen, Sie sind unser nächster Rektor. Und der Rektor von der Badener Schule, das war relativ eine aufwendige Angelegenheit. Wir haben, meine Frau und ich haben relativ früh geheiratet. Die Kinder waren noch ganz klein. Ich weiß nicht genau, ich glaube, irgendetwas 28 war, wo die Frage vom Rektorat auftaucht ist. Oder gegen 30. Ja, gegen 30. Auf jeden Fall ein paar Jahre später habe ich dann das übernommen. Und das hat mir sehr gefallen. Ich hatte selber noch das Pensum, aber nicht das 100% Pensum. Ich habe aber eine Klasse betreut. Die Kinder haben etwa einmal
leider müssen erdulden, wenn wieder irgendjemand geklopft hat. Wenn noch immer etwas Chefs gegangen ist, ist man natürlich zum Rektor gedüsert. Zuerst im Ländischulhaus und dann unten in der Pfaffenkappe. Mir hat das sehr gefallen, der Kontakt mit der Bevölkerung. Ich habe aber auch vorher, als, noch nicht als Rektor, Schullager geleitet in den Ferien. Unsere Kleinkinder haben wir mitgeschleppt dort. Die haben natürlich einen grossen Plausch gehabt, wo zum Beispiel der Vierjährige mit 16-jährigen Ferienkolonisten auf Lizzi-Rütti konnte fahren. Dem hat das unglaublich gefallen. Und den haben wir einfach nachher 14 Tage nur gesehen zum Essen. Und sonst ist er da mit den viel älteren Schülern rumgetummelt. Irgendwann hatte ich dann das Gefühl, wir müssen noch etwas anderes machen. Ich habe Publikationen geschrieben, habe mal Reportagen geschrieben, aber vor allem über Führungsfragen habe ich publiziert. In zwei wichtigen Zeitungen der Schweiz. Führung in der Familie, im Quartier, in der Gemeinde, im Kanton. Das hat mich alles wahnsinnig interessiert. In der Eidgenossenschaft und darüber hinaus. Vor allem natürlich Bob Kennedy, aber schon der John Kennedy hat mich interessiert. Ich hatte Cousins in Amerika, die gedient haben während dem Krieg noch und dann nach dem Krieg. Sind jetzt beide gestorben in den letzten 3 Jahren, mit weit über 90 Jahren. Darum haben wir eine Affinität vom Fricktal in die USA. Das sind Nachbarn, die ausgewandert sind. Und eine von meinen Tanten ist dann eben hat in Amerika gelebt. Und ich hatte dann das Glück gehabt, aufgrund von diesen Publikationen, die ich anonym publiziert habe. Ich sage auch heute noch nicht, wie das Wort geheissen hat. Ein Stipendium zugesprochen bekommen. Für eine Weiterbildung. Und ich konnte auswählen, weltweit, aber schon natürlich die westliche Welt. Weil das eine schweizerische grosse Stiftung war, die das ausgesetzt hat, das Stipendium. Eine Weiterbildung nach freier Wahl zu machen. Dann möglich aber, wo in der Wirtschaft dient. Das kann in der Ausbildung sein, was ja halbstaatlich oder staatlich ist in der Schweiz, bis so der zweite Sekundar ist es damals noch ganz staatlich gewesen. Privatschulen haben eigentlich, das wäre ein Graus gewesen für meine Eltern. Die hätten mich nie in der Innerschweiz in ein Gymi wollen geben, ob schon das Mode war damals in katholischen Orten. Auf jeden Fall konnte ich dann 5 amerikanische Universitäten auswählen, wo ich mich angemeldet habe für eine vergleichbare Ausbildung von Sportberufenen wie MBA. Und das war nicht ein MBA, sondern eine Ausbildung für Führungskompetenz weiterzuführen. Man musste aber einen Führungsausweis bringen. Vorher militärisch hatte ich einen, von der Schule hatte ich einen. Das waren immer 400 Lehrer, alles mit Hilfsrat, die ich führen durfte. Und fast 3000 Kinder. 25 Liegenschaften, die man verwalten musste. Jetzt in diesen 8 Jahren, ich habe 2 Amtsperioden gemacht, als Schulleiter, als Rektor damals, mit der Halbtagssekretärin. Heute hat es für jedem Schulhaus einen Schulhausleiter. Und das ist auch richtig so. Aber es ist völlig undenkbar, heute mit den Mentalitäten, die heute sind, in einem Rektor die Verantwortung zu übergeben, wo damals Dr. Walter Allemann, der in der Bezirksschulrektor war, später Kantilehrer in Wettigen, und mehr in alle anderen Schulen, inklusive Berufswahlschulen und so, dass man das auf eine Schulter würde biegen. Undenkbar heutzutage. Manchmal schmunzle ich, wenn ich da die Schulhausleiter, die darüber klönen, dass sie 5 Klassen haben, die sie betreuen müssen. Aber das ist aus der Erinnerung heraus
damals undenkbar gewesen, dass man hier eine Führungsperson ernannt hat für ein Teil, also ein Quartierschulhaus. Heute ist es offenbar nötig und dringlich. Die vielfache Ausbildung hat man nachher in die Industrie geführt. Ich bin dann, als ich zurückgekommen bin von Amerika, habe ich die, also auf die Zeit meine Stelle gekündigt. Das Rektorat war ja gerade fertig. Und ich bin dann bei der Motor Columbus, Ingenieurunternehmung, aber in der Holding bin ich Personalchef geworden. Also einfach für das Personalwesen von der Motor Columbus Gruppe verantwortlich war. Generalsekretär hat der Titel geheissen. Und das ist. Mir ist dann zu gut gekommen, dass ich Führungsfragen gerne hatte. Ich konnte dann zum Teil junge Leute aus der Industrie raus, eben, das waren Ökonomen, das waren Ingenieure, natürlich mehrheitlich bei der Ingenieurunternehmung, an Hochschulen schicken. Ich bin, den Vorkurs habe ich an Harvard gemacht. Dann habe ich Leute von der Motor aus MIT geschickt, Massachusetts Institute. Oder dann in andere technische Universitäten, die Ökonomen, weitestgehend nach Pittsburgh. Pittsburgh war damals die zweite Adresse, aber viel günstiger als Harvard. Sehr bereichernde Zeit gewesen. Sehr profilierte Vorgesetzte gehabt, eigentlich ja nur eine. Das war der Michael Kohn gewesen. Der Energiepapst, wie man gesagt hat, leider verstorben vor ein paar Monaten. Und wer mit mir eingetreten ist am gleichen Tag, oder ich mit ihm, ist der vorgesehene CEO von der Motor Columbus, Professor Angelo Pozzi, am Ländliweg gewohnt, in Zürich Bauabläufe. Doziert an der ETH und ein unglaublich interessanter, intelligenter Typ, der auch seine Kompetenzen konnte weitergeben, vermitteln, der gerne hatte, wenn jemand wissbegierig war. Und von diesen beiden Herren, Michael Kohn und Angelo Pozzi, die unterschiedlicher nicht hätten sein können, habe ich enorm viel gelernt. Und dann haben sie mal einen Stadtrat gebraucht, hier in Baden. Und die Wirtschaft, wir haben dort schon ziemlich zusammengearbeitet, die grossen Firmen. Das war meine Initiative, sage ich jetzt einfach frei, es war so. Dass vor allem die Stabschefs von Brown Boveri, von eben Motor, da war ich als Stabschef. Bei Brown Boveri war es der Herr Dietrich, Rudi Dietrich, der Vater von einer späteren Stadtratskollegin, NUK. Dort hat der Herr Harder von St. Gallen, hochdekorierter Militärführer und Nationalrat, das direkt machen, den Kontakt. Und dann haben wir noch Oederlin im Boot gehabt, eine weitere BBC-Niederlassung, die dort aber ein Eigenleben geführt hat, ob schon das vorher ein Kuchen war, die BBC-Gruppe, in Turgi. Und wir haben vieles ausbildungsmässig miteinander gemacht, Kaderausbildung etc. Und ja, nachher, als der Stadtrat gebraucht hat, hat die Wirtschaft gefunden, du wärst eigentlich jemand, oder? Also sind Sie eigentlich quasi der Vertreter der Wirtschaft gewesen? Ich bin natürlich als CVP-Mensch in die Stadt gekommen, aber ich bin ja gerade Einwohnerrat von der ersten Stunde gewählt worden. Ich kann jetzt nicht sagen, warum. Ich vermute es. Eben, das ist wegen dieser Tätigkeit. Da bin ich aber noch nicht einmal Schulleiter gewesen. Also,
Also in der ersten Legislatur vom neu konstituierten Einwohnerrat? Als zweitbestgewählter. Als bestgewählter ist der Herr Reber, der grosse Sozialdemokrat, der zusammen mit dem Karl Killer, Sozialdemokrat am Stadtamme in der Kriegszeit eigentlich sehr viel Gutes geleistet hat. Der Albert Reber hatte am meisten Stimmen gehabt. Und dann so ein Schnösel wie ich war, als Nächster. Es war ein bisschen eigenartig, aber es war jetzt einfach so. Das ist, da war ich ja eben noch im Schulwesen tätig. Ja gut, wir sind insofern jetzt ein bisschen abgeschweift, weil Sie haben ja nach dem Werdegang gefragt. Mir ist einfach gesagt worden von meinem direkten Vorgesetzten Michael Kohn, aber also hauptamtlich dann nicht. Stadtammer war Dr. Viktor Rickenbach, sehr ein gewiefter Verwaltungsjurist, ideenreicher Typ, pingelig genau, hat alles kontrollieren. Jede Unterschrift hat er gegeben, alles ist über sein Pult. Ein Arbeitspensum hat der Mann geleistet. Und nachher war es ja in der Regierung ähnlich. Und der wollte dann in die Regierung. Dann war der erste Wahlgang, hat es nicht geklappt. Und dann hat es einen zweiten gegeben. Und Frau Ursula Mauch, die eigentlich in Dr. Louis Lang sein Mandat hat übernehmen sollte, hat dann praktisch gleich viele Stimmen im ersten Wahlgang. Und dann haben natürlich die anderen nachher schauen, ja, also wenn dann der Rickenbach gewählt wird, dann brauchen wir ja einen da, oder? Und dann hat die Partei gesagt, ja, du bist schon im Rat. Ich bin aber noch nicht einmal ein Jahr, also ein gutes halbes Jahr im Rat gewesen. Wo man das gewusst hat, am 15. August 1984 ist der Rücktritt von Louis Lang bekannt worden. Und ja, dann hatte ich 8 Wochen Zeit, um zu überlegen, weil der zweite Wahlgang kam, ist es sowieso genug Zeit, aber nach 7 Wochen habe ich gesagt, also gut, ich mache es. Ich kandidiere. Dann hat es erst noch ein bisschen Konkurrenz gegeben, aber eigentlich nicht bis zum Wahlgang. Und dann bin ich also zwischenzeitlich auf den 1. Juni 1985 gewählt wurde als Stadtamme mit Amtsantritt am 21. April, halbtags. Weil ich natürlich grosse Verantwortungen hatte in der Motor Columbus und habe halbtags am Morgen in der Motor gearbeitet und am Nachmittag bin ich dann im Stadthaus, ja, bis knapp Mitternacht. Und das ist vom 21. April 1985 bis am 31. Mai gelaufen und am 1. Juni bin ich dann vollamtlich eingestiegen. Ich hatte dann natürlich schon meine Nachfolger, es hat zwei gehabt bei dem Motor, noch ein bisschen begleitet. Das hat der Stadtrat auch gewusst, das war auch nötig. Dass wir, ja, ich bin aus dem Vollen raus, innerhalb von wenigen Wochen. Also die erfolgreiche Wahl von Rickenbach war irgendwie Mitte Februar. Am 21. April bin ich dann angetreten. Also er hat am 1. April, damals hat das Amtsjahr der Regierung noch im 4. Monat angefangen. Das ist heute ja anders, heute fängt es am 1. Januar an. Und das ist aber jetzt erst etwa vor 12 Jahren geändert worden. Damals hat er am 1. April, und er musste antreten in Aarau, oder? Und hat man dann eine Blitzaktion, Amtsübergabe gemacht und so weiter. Und ein paar Sachen ans Herz gelegt, aber das lassen wir. Also die können wir ja nachher recht gerade einsteigen, wenn es dann um, sag jetzt mal, die raumentwicklerischen Fragen geht, wie sie quasi wie als, sag jetzt mal, Wirtschaftsinterne von der Wirtschaft in die Politik gewechselt haben. Mir nimmt es aber noch Wunder, wie Sie als junger Mann und bald Familienvater also im Verlauf der 60er Jahre Ihren Wohnsitz hier auf Baden verlegen. Was haben Sie da für eine Stadt getroffen? Was hat Baden gekennzeichnet in den 60er Jahren? Vielleicht auch ein bisschen im Vergleich mit der Region oder mit den anderen Kleinstädten im Kanton.
Also wie gesagt, ich bin in Hornhausen aufgewachsen. Von Hornhausen sind jeden Morgen grössenordnung ein Drittel der Familienväter, die meine Schulkolleginnen und Kollegen hatten, zu der Braun-Bovieri gestartet. Und dann sind sie oben heimgekommen, bereits etwa um 6 Uhr oder halb 6 Uhr, und haben dann noch ihr Rucksackbäuerli-Wesen gepflegt. Die haben eigentlich die Kleinbauern-Tradition weitergeführt. Ihre Frauen haben es noch gemacht und auch die Kinder. Aber BBC, das war für mich ein Zauberwort von klein auf. Also vor 75 Jahren, glaube ich, als ich vierjährig war, war für mich das schon ein ständiger Begriff. Weil die Kinder, die Nachbarskinder, haben gesagt, ja, der Papi ist halt, oder der Vater, oder, der ist in der BBC. Ja, das ist dann etwas. Und die Braun-Bovieri hat ein unglaubliches Ansehen gehabt, wegen der Arbeitsplätze, wegen den Zahltagen, die hier heimgetragen wurden. Das hat mir sehr Eindruck gemacht. Man hat schon von den Bädern gewusst. Aber Bäder, das hat man sogar bei uns gespürt, die waren dort schon im Absteigen. Als ich in die Region kam, eben als Seminarist im 57. Eine der ersten Exkursionen in der Sach- und Fachausbildung, wie das geheissen hat im Seminar, war in Braun-Bovieri. Eine Führung. Man hat nachher noch Merker angeschaut. Und die Sachen haben mich unglaublich interessiert. Erstens, weil die Bevölkerung dort ihre Wertschöpfung gemacht hat. Man hat gespürt, die Männer und Frauen, die hier arbeiten, die tragen den Lohn heim und von dem lebt die Stadt. Die Stadt hatte ein Kurtheater, etwas Unglaubliches, wenn man von aussen gekommen ist. Deutsch gesagt, so ein Landstädtli, das ein eigenes Theater hat, zwar kein Ensemble, aber die St. Galler sind von jeden Sommer gekommen. Und im Schwimmbad aussen hat man dann als Seminarist natürlich da die Schauspielerinnen und Schauspieler in dieser Reihenfolge begutachtet, die in dieser Wadi, im Terrassenschwimmbad, ihre Kaffeekränzchen hatten. Geschwommen sind selten, aber vor allem dort gehöckelt und auch ein bisschen rumgeräkelt und so. Und am Abend ist man ins Theater und die schauen. Manchmal im Seminar bin ich, manchmal dreimal, habe ich Ausgang bekommen, weil ich ins Theater wollte, mit ein paar Kollegen. Es ist ja da, damals sind ja nur Bursten im Seminarwettigen gewesen. Also das Frauen- also das Mädchen-Seminar, haben wir gesagt, war in Aarau gewesen. Mir hat das fasziniert, als ich da in diesen vier Jahren Seminar, eben auch also dann der Stadtturmverein natürlich, hoch angesehener Verein mit über 1000 Mitgliedern, verschiedene gute Reigen, vor allem eben die Leichtathleten haben dort Furore gemacht. Früher war es eigentlich eher das Kunstturnen. Ich habe die Landschaft geschätzt. Man hat Kontakt bekommen, natürlich auch im Kurtheater, im Gesellschaftlichen. Dort ist jemand mal jemandem aufgefallen, ja, das sind immer etwa die gleichen drei, vier Seminaristen, die miteinander kommen. Wir haben nachher ein Theater, ein Seminartheater aufgegeben, Gesang im Feuerofen, im Kurtheater. Im ersten Auftritt im Kurtheater war ich Kulissenschieber, also gar nicht auf der Bühne und als Schauspieler, das war im ersten Semi. Und dann im dritten Semi hatte ich dann eine Rolle, eben beim Gesang im Feuerofen. Und ja, das sind jetzt nur ein paar Punkte. Das hat auch die Orchestergesellschaft hat in dem Kursaal gespielt. Im Kursaalgarten ist man Kaffee trinken, wenn man nicht gerade so draussen am Sonntag war. Manchmal ist man auch ein Wochenende da geblieben. Und vor allem bevor dem Orgeldiplom musste ich natürlich dann mal auf der Orgel spielen, im Semios. Das ist eine Metzlerorgel, super Instrument, immer noch. Und da bin ich etwa mal am Sonntag schon da rausgegangen. Aber vor allem sind wir manchmal am Sonntag, haben wir Urlaub gehabt, wir später eingehen können, das ist ein Konzert,
Wobei die Symphoniekonzerte sind dann aber meistens am Freitag gewesen, von der Orchestergesellschaft im Kursaal. Eben, der Kurs der hat mir Eindruck gemacht. Dann BBC habe ich schon gekannt, ich habe die Turnerei gekannt. Dann haben sie eine super Stadtmusik gehabt, ein Orchester. Man hat einfach gespürt, da lebt etwas. Und in diesem Alter habe ich erst am Rand gespürt, wie der Bäderort an die Wand gedrückt worden ist oder sich selber hat drücken. In der Zwischenzeit weiss ich natürlich, wie rigoros und wie unbekümmert die jungen Ingenieure mit 26 und 27, 1891, dann die Firma notgedrungen, weil sie einen Ort haben, der gerade einen Auftrag gegeben hat, haben sie wollen. Sonst wäre ja Zürich oder Basel, allenfalls noch Freiburg im Breisgau in Frage gekommen. Aber da hat es ausgerechnet, also das ist jetzt aber Geschichte, und das hat mich auch fasziniert, das habe ich dort schon mitbekommen. Der Bruno Saft, der Grand Hotelier, der ein Vermögen aufgetürmt hat und nachher die ganze Bünde der Badener, nicht die ganze, aber ein Drittel, zusammengekauft hat von den Privaten. Und dann hätte ich eigentlich gern das von der Ortsbürgergemeinde auch noch gehabt. Das waren zwei Drittel. Und nachher die zwei Ingenieure das Land gebraucht haben, haben sie sich ja dann zusammengeschlossen und haben miteinander auf der Römerstrasse, damals noch nicht Heeren, beschlossen, den Bruno Saft mit dem Vertreter von der Ortsbürgergemeinde Baden, wollen wir gänzt diesen zwei jungen Typen. Dann haben die ja alles das Land gekauft, gerade rauf zum Känzeli, im Horizont oben durch und vom Waldrand her oben an der Opfenau, gerade runter, wieder bis an die Limit runter. Und haben das gekauft, auf einen Klapp. Sie haben den ersten Teil gekauft, den zweiten reserviert. Also, das war eine unglaubliche Übung. Und die Geschichte habe ich dann schon mitbekommen von der BBC. Es hat mich auch interessiert, ich habe gelesen. Früher habe ich Astronautenbücher gelesen, als Bub und so. Das hat mich vor allem interessiert. Und nachher, als ich in Baden im Seminar war, einfach, haben wir ja sowieso alle Literatur müssen, also dürfen kennenlernen. Aber die Industrieliteratur hat mich unglaublich interessiert. Und überhaupt Literatur über das Kloster Wettigen natürlich, wo man selber drin war, eine Woche lang. Aber auch das von der Stadt Baden. Und wir haben uns natürlich irrsinnig gefreut, dass Kloster Wettigen einmal jahrhundertelang den Pfarrer von Baden nominiert hat. Der Leutpfarrer von Baden ist bestimmt worden im Kloster Wettigen. Das hat ja Badener gefuchst bis Napoleon. Das weiss man heute aus der Geschichte. Einfach die Vielfalt von dem Ort, ob schon ja, auch wieder wie die Hornhausen ein kleiner Ort ist. Natürlich ist er gewachsen und dann die vielen BBC-Siedlungen in Thurgi, vorher in Wettigen, in Ennepaden. Aber man hat einfach gespürt, in den Festanlässen, im Kurtheater, wenn man an irgendeinem Konzert ist, da ist Kitt rum, da pulsiert das Leben. Und meine Frau, die in dieser Region aufgewachsen ist, also in Baden geboren, in Wettigen aufgewachsen, die hat mir natürlich dann einen Haufen vermittelt, den ich sonst nicht gewusst hätte, weil ich nicht in der Region aufgewachsen bin. Vor allem zum Beispiel eine Anekdote. Wenn ein Wettiger Bezirksschüler auf Baden gekommen ist, die Geschichte ist authentisch. Dann hat ein bestimmter Lehrer, ich sage jetzt nicht welches Fach, weil ich will ihn nicht denunzieren, er hat gesagt, alle von Wettigen aufstehen, vorkommen. Ihr mit euren Mistschuhen hier, jetzt geht ihr heim an Wettigen Dorfbrunnen, könnt ihr waschen und dann könnt ihr wieder kommen. Und das hat er bei jeder Klasse das durchexerziert. Das sind so die kleinen Nadelstiche, die es braucht, um Entscheider herbeizuführen, die kopflos sind, heute, wo Wettigen einfach sagt, Region, kein Thema. Das stellt zwar der Regionalpräsident, mein Nachfolger, Gemeindame Rolli Kuster,
kein Thema, dass wir zusammenarbeiten näher. Also das enttäuscht mich bis zu meinem letzten Atemzug. Ich bin selber ja gescheitert mit meinen Vorschlägen, aber vielleicht ist das ein anderes Thema. Ja, aber das ganze regionale Zusammenplanen, das möchte ich schon noch kurz ansprechen. Super. Jetzt sind Sie Mitte 80er Jahre werden Sie Stadtdame, kommen aus der Industrie, wo just in dieser Zeit in eine Krise geraten. Übernehmen das politisch, also da meine ich jetzt BBC, aber wie auch Motor, wo sich ja wo, also wissen Sie besser, aber wo ich weiss, dass da Fehlinvestments passiert sind und am Schluss ja dann auch als Firma ganz verschwindet. Jetzt gehen Sie in die Politik und kommen aus einer ganz anderen Perspektive mit den Herausforderungen oder Schwierigkeiten von der Industrie zu tun damit. Können Sie vielleicht die Gemengelage ein bisschen erzählen? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das hat mir sehr gedient, dass ich gewusst habe, dass die Krise kommt. Dann habe ich natürlich sofort Strategien entwerfen. Ich hatte die aber schon gehabt. Ich war Fraktionschef im Einwohnerrat. Ich hatte eine Vorstellung, wie man die Stadt führen muss, wie man sie regieren muss, was man ändern muss. Bei allem Wertschätzung und Hochachtung vor der vorherigen Führung. Ich habe gesagt, so geht es nicht mehr. Das habe ich schon 5 Jahre vorher die Frechheit gehabt, zu sagen. Weil alles über einen Tisch, das geht einfach nicht. Also die Leute waren frustriert in dieser Verwaltung. Ein super Chef und lauter frustrierte Mitarbeiter, die am Freitag zu oben am 7. zum Wochenrapport aufgebaut worden sind. Familie, Väter und Mütter, oder? Etc. Das haben wir auch geschlossen. Ich habe mir einfach dann in dieser Strategie gesagt, es wird gerade oben angefangen. Der Unterbau von dieser Gesellschaft, den kenne ich. Vom Vereinswesen, von den Konzerten. Ich habe ja an vielen Orten mitgemacht. Ich habe verschiedene Sachen eingeleitet. Ich habe einen Quartierverein Contre-Cœur gegründet, weil sie gesagt haben, du wärst ihn. Ich habe immer rechts gewohnt dort. Und dann habe ich den gegründet. Der ist jetzt, ich weiß nicht, etwa 48-jährig oder irgend so etwas. Auf jeden Fall, ich habe einfach vorgenommen, und da muss ich einfach im Dr. Victor Rickenbach sehr dankbar sein. Er hat gesagt, er hat ein ungutes Gefühl wegen der Brand-Bovere. Und ich habe gesagt, ja, kein Wunder, ich habe das Gleiche auch. Und er hat noch eine Person, die er vernachlässigt hat. Das ist der Dr. John Alfred Braun, der in der Langmatt Querschnitt gelähmt im Bett liegt. Und das schon 15 Jahre. Und er hat eigentlich kaum einmal besucht. Ob schon es da wahrscheinlich irgendwelche Kunstschätze umhängen, aber wir wissen es auch nicht genau. Ich habe nichts gesagt, ich habe einfach nachher meinen Plan gemacht. Am ersten Tag mache ich 50% Motor am Morgen. Am Nachmittag Stadtratssitzung, die erste, die ich leite. Und am zweiten Tag, um 2 Uhr, gehe ich zum Franz Lutherbacher. Und habe mich angemeldet, schon 14 Tage vorher, und gesagt, ja, keine Chance. Der hat eine Reise vor. Und tatsächlich war er dann in China an dem 2. am Dienstag. Und ich habe aber dann vorher schon abgemacht mit dem Rudi Dietrich, dass ich am Freitag vorgelassen werde, oder, beim Franz Lutherbacher. Und das ist jetzt eine Anekdote, 100%, so hat sie sich aufgespielt. Ich bin beim Franz Lutherbacher eine schriftliche Voranmeldung gemacht. Und geschrieben, ich will mich einfach vorstellen, ich sei der Nächste hier, der. Und ich habe nichts geschrieben, was ich gewusst habe oder vermutet habe. Aber im Gespräch nachher hat er dann so Abwehr aufgestellt und ein bisschen Gebäck und so. Und wir hatten Smalltalk gehabt. Und irgendwann habe ich gesagt: So, ja, ich habe jetzt vieles zugelassen. Ich habe aber schon noch ein paar wichtige Fragen. Und ich wollte Ihnen sagen, erstens, ich bin interessiert an dem, was Wohl und Weh ist von der Badener Wirtschaft und von der Region und dem Kanton Aargau.
Und ich frage sie gerade, erstens, warum liegen um die Fabriken herum, unter den Blachen, so viele Maschinen herum, die vor sich anrosten? Generatoren und Turbinen. Punkt 2. Warum zahlen sie gleichzeitig seit 7 Jahren volle Dividenden und haben keinen Stutz verdient in dieser Zeit? Dann ist er verschrocken und ich war nach 30 Sekunden draus. Aber freundlich ist er mir Singo, dass er noch das Telefon machen muss. Und am Abend hat er mir angerufen, in die Stadt ausführen. Ich habe ja das Kärtchen abgegeben, habe schon das Kärtchen gehabt, schon am ersten Tag. Also in der ersten Woche. Das war am 26. April 1985. 2 Tage um 2. Und etwa am 2:45 war ich dann eben draußen. Nachdem ich auf den Haufen zugelassen habe, er von China erzählt. Wahnsinnig interessant, aber es war total müde. Zwischen ihm ist er fast eingeschlafen. Also Jetlag hat es ja nicht vom Osten her, aber er war einfach müde. Und dann hat er mir angerufen und gesagt, sie haben mich etwas ganz Wichtiges gefragt. Ich habe sie müssen rauskomplimentieren. Ich wollte ihnen die Fragen beantworten, aber ich komme zu ihnen. Ich habe dann gesagt, ja gut, ich komme gerne nochmal. Nein. Er kam in die Stadt und sagte, das können sie nicht machen. Im Deutschland, nichts ist, er kam in die Stadt, ich sei in seinem Büro gestanden und gesessen und er kam in die Stadt. Und dann ist der Franz Lutherbacher zu Fuss, VRP von der BBC, muss man das ist der Verwaltungsratspräsident von der Braunbau-Währung, zu Fuss durch die Stadt gelaufen, wie man das vorher schon gemacht hat, weiß ich nicht. Ist die knarrende Stege aufgelassen, das war noch nicht renoviert, das Stadthaus. Das haben wir dann ein paar Jahre später renoviert. Und ist mir die Frage beantworten. Und zwar ganz offen. Das hat den grossen Vorteil gehabt, dass er gewusst hat, was hockt für einen da vorne. Sie haben nämlich einige Probleme gehabt, natürlich sozialer Art etc. Und es hat vor allem den Vorteil gehabt, dass er mich nachher in seinem Nachfolger empfohlen hat und der nachher seinem Nachfolger. Also sowohl der Fritz Lütwiler wie der Döpüri hatte ich sofort Verbindung gehabt. Die haben sich mehr angemeldet. Das ist ja komisch zu sagen, oder? Weil der Lutherbacher vorher gesagt hat und nachher der eine im nächsten, mit der Stadt kann man reden. Und wenn man vorhat. Und darum, das war auch der grosse, der einfache Einstieg, der dann die Katastrophe eintreten ist, am Vorabend von der Badenfahrt 87. Wieder im August, am Freitag am Morgen, wo sie bekannt gegeben, nach langen Verhandlungen, ich habe von dem gewusst, mir hat der Lütwiler davon erzählt. Und nachher ist dann die Geschichte mit dem ASEA, mit dem Zusammenschluss gekommen. Der Vorteil war einfach, der Viktor Rickenbach hat mir gesagt, muss man mal schauen. Da. Und ich habe dann gesagt, ja, ich kenne die Nachbarschaft. Da habe ich vor. Aber es hat mich auch ein bisschen darauf geklopft. Es hat 2 Effekte gehabt. Der eine ist, dass ich mit der Firma Braunbau-Währing eben sehr einen guten Kontakt habe mit den Nachfolgern vom Franz Lütherbacher. Und das andere hat den Vorteil gehabt, dass ich den John Brown kennengelernt habe. Ich bin dann anstelle vom Besuch beim Franz Lütherbacher, bin ich am 22. April, Mittag um 2, beim John Brown gewesen, im ersten Stock, in seinem überbreiten Bett. Und das ist aber eine separate Geschichte, die geht ein bisschen lang, die erzähle ich es lieber nicht. Das ist aber die, die zur Folge hatte. Ja, das hat nachher zur Folge, dass man die lange hat, dass die Stadt Baden alleine Erbe geworden ist. Mhm. Allerdings nach Auszahlung von verschiedenen anderen Erben, die natürlich dann das Kapital massiv geschmälert haben. Mhm. Noch abschliessend der andere Teil. Können Sie in ein paar Worten oder in ein paar Sätzen erklären, was der Grund für die Krise war von der Badener Industrie? Und da meine ich jetzt sowohl Motor wie auch BBC. Eine grosse Überheblichkeit
Und ein grosser Stolz, Klammer, Stolz berechtigt, Überheblichkeit völlig fehl am Platz, über die Vergangenheit von diesen Firmen. Die haben Unglaubliches geschaffen. Mit allen Krisen, die sie auch hatten, in der Vorkriegszeit, also in der Zwischenkriegszeit. Aber wenn wir nur anschauen, was in der Elektrotechnik Braun-Boveri geschafft hat, was in der Realisierung der Kraftwerke, von den schwierigsten Kraftwerken in der Schweiz, die hat Motor Columbus gebaut. Also ihre Tochter Ingenieurunternehmen. Ich war in der Holding. Und der Hochsitz, den die gepflegt haben, der ist zum Teil auch auf die Stadt übergesprungen. Ich meine, das Beispiel vom Wettiger, übrigens der Sohn vom Kantonalbank, Verwalter war der mit dem Mistschuh, oder? Er hat noch nie eine Kuh von der Nähe gesehen, als er den Lehrer heimgeschickt hat. Die Überheblichkeit, die ist eine Zeit, hat mir auch auf den Nerv gegeben, in der Stadt Baden. Und der, ich sage jetzt den bösen Ausdruck nicht, aber der unsägliche Badener Geist, der hier immer wieder beschworen wird, das ist ein fertiger Mumpitz. Das ist ein Märli. Schauen Sie mal die Unternehmer an, die Mittleren, die alle versagt haben. Ich rede jetzt von denen, die gut waren. Eglin. Merker ausgenommen. Ich wollte eben nicht von den Negativen reden. Ich sage jetzt einfach der Eglin als leuchtendes Beispiel. Es gibt den Peter Sterk, einen Leuchtturm als Unternehmer, was der gemacht hat mit dem Freifach-Kino, wo er mir auf den Knien habe ich fast. Er war ein guter Kollege, er hat an der gleichen Strasse gewohnt auf der Allmann. Überheblichkeit geht nicht, Stolz geht, aber das fordert raus zum Weiterfahren. Und das Weiterfahren ist nicht passiert in dem Maß, wie man es hätte können. Das Forschungszentrum Baden-Dettwil hat die Flüssigkristallanzeige erfunden. Was haben die überheblichen Chefs damals gemacht, das war aber noch Ende 50er Jahre. Sie haben sie verkauft, also praktisch verschenkt, in den Japaner. Und die Japaner sind nachher hinten rumgekommen mit der Radio und haben die Schweizer Uhrenindustrie unterlaufen. Mit der Flüssigkristallanzeige. Nur ein Beispiel für das, was ich gesagt habe, das ist Überheblichkeit. Die hätten das Zuckerbrot von dieser Anzeige nicht gebraucht. Sie hätten gescheiter einen neuen Anbau gemacht. Und zum Beispiel in der Zellforschung, wo sie ja zeitlang dran sind, und zwar wegen der Beschichtung der Motoren, der Schaufeln, von ihren Maschinen und so. In der Beschichtungsforschung hätten sie das Geld gescheiter eingesetzt. Zum Beispiel. Es gibt andere Sparten, die sie hätten machen können. Also im Grunde genommen ist es eine müde Klasse gewesen. Ich bin interessiert daran, was der Edwin Somm dann sagt über seine Kollegen. Er war natürlich völlig ein anderer Typ gewesen. Und wenn Sie schauen, was hat der Percy Barnevik gemacht? Er hat eine junge, hungrige, 30 bis 40 oder 45-jährige Generation auf einen Klapp aufgeklüpft und hat die anderen satten Kerle, überheblichen Fabrikdirektoren, deutsch gesagt, entlassen. Sie sind zwar abgefunden worden, aber man hat sie einfach plötzlich nicht gesehen. Und der Percy Barnevik, das ist eine unglaubliche Figur. Der Abgang war ja etwa gleich unglaublich gewesen, aber im negativen Sinn. Aber als er kam, ist ja dann ein Fünfergremium gegründet worden. Barnevik, Chef, Stellvertreter, Bürger. Immobilienchef von der ABB ist er ja dann geworden. Vorher BBC, der Schildknecht, der Bruder vom Finanzer. Und von der Stadt, der Stadtplaner Hans Wanner, den ich als rechte Hand mitgenommen habe. Und das Protokoll, aber mit Stimmrecht, hat der Kommunikationschef von der ABB, also ehemals BBC, der Rudi Leder gehabt. Wir vier. Fünf. Ja, vier, nehme jetzt aus, haben eigentlich die Umwandlung von Baden-Nord eingeleitet. Hat der Edwin Somm gar noch nicht dabei? Der Edwin Somm war dabei als
ein Emporkömmling in den Augen von seinen Kollegen. Der ist einfach wie eine Rakete von seiner Funktion, die schon relativ hoch war, an die Spitze, gerade unter dem Bahnhof katapultiert worden. Und der Bahnhof hat aber eine neue Struktur gemacht. Und darum hat er nicht einen Alleinherrscher gemacht, sondern er hat nachher den Edwin Sommer an seine Stelle genommen. Auch bei dem Gremium, bei dem Pfeufergremium. Das Pfeufergremium hat 400.000 Quadratmeter, wo man gemeint hat, jeder Schwanz geht da raus, da hat es keinen Arbeitsplatz mehr drin, höchstens noch zwei, drei Abwärts, die auf allen Seiten schmale Schlösser schliessen. Ein badender Grossrätin hat im Grossen Rat mir gesagt, als ich den Überbauungsplan zusammen mit dem Jan Kocher, wir haben dort, ich gebe es heute offen zu, ein bisschen über die Parteigrenzen weggeben, in einem Rat, in einem Stadtrat, in einer Exekutive, mag es keine Parteien-Klump verleiden. Dann muss man ein bisschen grosszügiger sein. Und der Jan Kocher und ich haben die behördenverbindliche Grundplanung eigentlich ins neue Baugesetz hineingetürkt. Erster Nutznießer waren wir selber mit Baden-Nord. Ich hatte einen Vorstoß gemacht, der Jan hat mich unterstützt, da hatte ich die ganze Freisinnigen hinter mir gehabt und die anderen haben nachher auch mitgemacht im Grossen Rat. Haben wir das durchgebracht und zweiter Nutznießer waren wir wieder Baden gewesen, auch nochmal. Und ich sehe den ersten Überbauungsplan rechtskräftig, aber behördenverbindlich, über die Bäder. Der dritte Überbauungsplan war bereits in Aarau. Der vierte in Zofingen. Und alle waren dann froh, ob man das Mittel hatte, dass man gewusst hat, was die Behörden einmal denken. Und das ist auch mit der Vernehmlassung immer gegangen. Und so. Man hat die Stimmen der Leute mitgenommen. Aber man hat nicht schon Volksabstimmungen gemacht, weil man sonst hätte man so viel vorinvestieren. Das ist wie bei der Oase, jetzt gerade heute Morgen wieder gelesen. Oder? Jetzt, die Oase wird Gott sei Dank jetzt geändert. Oder? Ich bin natürlich ein entschiedener Gegner von diesem Tunnel hier. Das kommt nicht in Frage, das habe ich Peter Wanner schon mal verhindert. Er hat schon mal die gloriose Idee gehabt. Sonst bin ich nicht mehr, darf ich nicht mehr zeigen. Im Segental, ich war der Promotor der Ennepadener Unterführung. Und von der Brücke über die Limmat. Ich sage jetzt extra nicht Segenthaler Brücke, weil das ist ein falscher Name. Die mussten mich überzeugen, dass das etwas Gutes ist. Ich habe nachher Liebesbriefe bekommen und wunderbare Mail zum Segental. Und vorher bin ich fast gesteinigt worden. Ich bin dreimal in Segental referieren darüber, was für einen Nutzen sie haben und dass das braucht in der Verkehrsabwicklung und so. Es war das Gleiche nachher mit dem Bahnhof. Erweiterung und der Umbau des Bahnhofs. Baden-Nord hat sich nicht so gut entwickeln, wenn nicht die Voraussetzungen am Bahnhof besser geworden wären. Und zum Glück haben wir dort noch 2,5 Jahre Zeit gehabt, das reinzumogeln. Ich musste auf Bern im Weibel, sein Pult, hat zittert, oder? Gewackelt, als ich draufgehauen habe. Dass wir das Geld, die haben die Hälfte der Finanzen wegziehen, weil in Lausanne haben sie über das Ziel rausgeschossen, haben Überschreitungen gehabt und gesagt, aber nicht von Baden wird das weggenommen. Oder? Ich komme einmal auf Bern, aber nur einmal, Schweibel. Und nachher sind wir ja beste Freunde geworden. Und haben es dann durchgesetzt, der Bahnhof ist umgebaut worden. Ich hätte gerne noch ein bisschen besser. Und die Unterführung, die hat ein Element für sie. Also zwischen den Mittelstufen und der Wand. Ich habe eine dreifache Welle. Überall haben wir dann eine zweifache mit der Ausrede, sie haben nicht so viel Dreifachbrücken Breite, oder? Die Notbrücken, die sie ja braucht, weil der Verkehr hat müssen laufen, während die Unterführung geschaufelt worden ist. Ich hatte eben ein Drittel für Läden unten durch haben. Also Kioske und anderes, aber gut. Tempi Passat, das ist... Aber das hat ja alles einen Zusammenhang, oder? Dass wir die Bahnhofüberbauung angebracht haben. Der Stadtrat hat dort relativ hart gekriegt miteinander. Aber wir sind immer am Schluss haben wir ein Resultat gehabt. Wir hätten nachher die Entwicklung von Baden-Nord nicht diesen Weg vorantreiben können. Wir haben ja innerhalb von 4 Jahren den Vorsprung von Oerlikon, der 3 Jahre war, haben wir überholt und sind nachher 2 Jahre voraus in Oerlikon. Das könnte Edwin Somm. Das können wir bestätigen, oder?
Ich will nachher noch ganz ausstürmer zeitlich. Vielleicht nur noch wegen dem, der Edwin Somm hat nachher den Percy Warnewijk abgelöst. Der Percy hat im Grossen gedacht. Ihm hat es eigentlich geraut vor dem Areal, wo er gesehen hat, da hat es vieles, wo marod ist. Da muss man ändern. Und er hat das schon gleich, also er hat schon nach der dritten Sitzung gesagt, oder nach der zweiten, Sepp, mach du den Scheiß. Ich verstehe die Schweizer Politik nicht. Er hat nichts gewusst von Einspracheverfahren, Beschwerden. Er hat gemeint, da können wir einfach durch. Und dann hat er gesagt, nichts. Jetzt werden zuerst die Bauwerke eingeteilt. Was muss weg, weil es marod ist? Was bleibt stehen und wird umgenutzt, weil es unnutzbar ist? Und was bleibt stehen und wird gerade wieder neu besiedelt? Und dann hat er einen Teil von dem, der wollte ausziehen, gerade bleiben. Und dann hat man das Theater mit dem Wohnanteil, wo ein Stück weit in der Bruckerstrasse, wo ein Unding ist, das Kanton hat uns dort die schlimmste Birne aufs Auge gedrückt mit dieser Bruckerstrasse. Das ist Abverheit. Wir wollten dort noch eine Allee machen. Es wäre auch gegangen mit Hochstämmen, die wir natürlich schneiden mussten. Kugelbäume, das sieht man ja überall. Das wäre wenigstens eine Abtempierung gewesen. Die Verkehrsfläche wäre gleich geblieben. Und wir haben Platz gehabt. Man sieht es ja heute, man hat Platz gehabt. Aber gegen den Kantonsingenieur damals haben wir nicht durchsetzen. Mhm. Aber Niederlage muss man ja auch machen zwischendrin. Ich war 21 Jahre fast Amme gewesen, aber eben vom 1. Juni an oder vom 21. April. Und ich habe jetzt vieles gesagt, was gelungen ist. Es hat natürlich auch einiges gehabt, was abgeräumt ist. Aus verschiedensten Gründen, unter anderem die Zusammenarbeit in der Region, wo wir sehr konkrete Projekte haben. Ich war ja Regionalplanungspräsident 20 Jahre. Oder das Meierhoftal. Alles Mögliche probiert, um den Stau dort ja, zu lockern. Es ist jetzt noch gleich wie damals. Jetzt gibt es dann da die Verbesserung, wenn man den Boden absenkt, dass die höheren Lastwagen nicht dauernd in den in das Zügelchen stoßen etc. Es hat vieles von dem, von dieser Zeit hat einen engeren Zusammenhang. Also die Voraussetzung, dass wir so schnell Kontakte haben, war eigentlich die, dass ich in der Industrie in Baden, wenn kurz genug, auch drinnen war. Die Voraussetzung, dass wir es nachher machen konnten, ist der Umbau auf dem Bahnhof gewesen. Die Voraussetzung, dass wir eine lange Matte machen konnten, ist eigentlich, dass wir eine Ortsbürgergemeinde haben, die Gnade hatte, noch ein bisschen Geld locker zu machen, dass die letzte Renovation, also die vor 30 Jahren, die war erheblich gewesen. Das war aber nicht eine gesamte Renovation, eine totale gewesen. Und das Museum nach 30 Jahren ist es total kaputt, sonst, oder? Jetzt ist es 30-jährig. Das hat die Ortsbürgergemeinde übernommen. Die Einwohnergemeinde hat zwar Gartenpflege übernommen, macht sie heute noch, aber sämtliche Finanzanträge von mir sind schon im Stadtrat gescheitert. Wir hatten einen sehr guten Zusammenhalt im Stadtrat. Die Diskussionskultur war tiptop. Man hat diametral einander gesagt, was ist hier falsch, was beurteile ich falsch. Ich hatte einen anderen Vorschlag. Einfach einer kam und gesagt hat, ja, komm, was erzählst du? Dann habe ich gesagt, ja. Vorschlag. Ich erwarte, dass du in 14 Tagen etwas Besseres bringst. Und danach haben wir es besser gemacht, wenn es besser war. Die Kultur war schon gut, aber in der Langmatte waren so Vorbehalte, dass sie eine nobistische Übung und da müssen wir kein Geld reingeben oder Einwohner gemeint. Das wäre ja Steuern gewesen, natürlich. Oder? Bei der Ortsbürgergemeinde waren es Erträge aus Eigenschaften, Erträge aus Baurechtszinsen etc. Und die haben eigentlich dauernd von Anfang an mitgeholfen. Langmatt hätten wir gar nicht als Alleinerbe eröffnen können, wenn die Ortsbürgergemeinde nicht geholfen hat, aber viele Private. Und ich war ja 14 Jahre dort Präsident, ich habe im Schnitt 700'000 Franken reingetrommelt jedes Jahr. 700'000. Nebenher so. Mhm. Eben, das hängt alles ein bisschen zusammen. Ja, auf jeden Fall. Zwei Stichworte, die ich schon noch schnell 2-3 Minuten investieren möchte.
Das eine ist, das haben wir jetzt gehört, die Krise und was die Gründe sind für die Krise. Ich nehme an, bei dem Motor ist das sehr ähnlich gelagert gewesen. Es ist ähnlich gewesen. Vielleicht ist es dort technologisch, also ich habe ja nur das Beispiel gesagt von der BBC, die eine wichtige Erfindung verkauft hat. Sie haben auch wichtige Erfindungen gehabt, die sie umgesetzt haben, ihre Maschinen. Darum sind sie ja sehr lange erfolgreich gewesen. Aber es hat eigentlich nur schwache Diversifizierung stattgefunden, wo es aber Zeit halt nötig gewesen wäre, wo sie Erfindungen hatten, wo die Verbindung zu den Hochschulen sehr eng war immer. Ich meine, wenn sie eine Zeit lang geschaut haben, in der Jahrtausendwende, haben sie von den Firmenchefs schweizweit in der Industrie können anschauen. 40% waren ehemalige BBC-Mitarbeiter und ABB. Das heisst, es war ein Kaderschmitte mit einem unglaublichen Potenzial im Forschungszentrum in der Schweiz, aber auch mit dem Forschungszentrum, das sie in Schweden dann gefördert haben, wo ASEA dazugekommen ist. Und da haben natürlich dann die, vor allem in der Fortsetzung von ABB, die, also vor allem zwei von den Schweden, haben die ganz lausige Rolle gespielt. Aber man hat ihn nicht ändern. Und die sind wegen dem Aktienanteil von der Schweden selber gekommen. Bei dem Motor ist es im Grunde genommen auch ein bisschen eine Sättigung gewesen. Sie sind zwar nicht so auf dem höheren Rössli gehockt, aber vor allem hat der Hauptaktionär, SBG, einfach nichts gemacht mit dieser Firma. Er hat nichts gemacht, aber er hat auch nichts machen lassen. Ich muss mich gut erinnern, ich habe in der dritten Woche beim Gespräch mit dem Michael Kuhn habe ich gesagt, ja, hey, was ist eigentlich da? Ich habe jetzt in diesen drei Wochen noch nie einen SBG-Mann da gesehen. Und die sind 47% Aktionär. Haben die kein Interesse an uns? Und dann ist dann irgendeine Antwort gekommen. Die haben derart dominiert mit dem Einfluss und nicht dominiert, sich zu erneuern. Es hat ja neue Technologien dort. Zum Beispiel in der Stromübertragung hat man dort Erfindungen, die nachher in Deutschland gemacht worden sind, hat man in der Schweiz können haben, weil die Ingenieure sind dann ausgewandert. Es war gerade umgekehrt von 1890, wo man in Frankfurt einen Versuch gemacht hat, wo von Oerlikon her der Charles Brown ja auf ein Hochrisikoprojekt gemacht hat. Ein Wasserfall, 175 Kilometer weit weg, hat er laufen in Frankfurt mit Strom, der gemacht worden ist und nachher die 175 Kilometer übertragen. Das war etwa drei Monate vor der Firmengründung in Baden. Und sein Assistent war ja der Walter Boveri. Genau. Okay. Also jetzt... eigentlich, man hat ein bisschen den Zug verpasst. Mhm. Ja, genau. Und zwar in verschiedenen Facetten von dem, was den Zug verpasst. Auch was Management betrifft, glaube ich, oder? Also meine strukturell sowieso. Ja. Und die Struktur, die der Percy Barnevik nachher eingeführt hat, die ist ja dann gleich wieder geändert worden von den Schweden. Einmal war es zentraler, dann ist es wieder zentralistisch geworden. Und nachher ist es wieder auseinandergeklottert. Und jetzt, der jetzige ABB ist einfach wieder genau das Gleiche. Jetzt baut der Oerlikon total ab. Also, es wird wieder alles in die Länder raus verteilt. Kein Mensch hat den Überblick in drei Jahren. Also, ich habe keine grosse Freude, wie sich ABB entwickelt. Und dann haben sie natürlich noch Ziele verkauft. Also, ich meine, das ja, eben, das wäre jetzt meine nachgelagerte Frage. Ich meine, ich finde es total faszinierend. Also die 90er Jahre sind prägt. Einerseits natürlich, sie sind ganz konkret beschäftigt damit, was machen wir mit dem riesen Areal und sind quasi an der ganzen... Ja, wir haben gesagt, was wir wollen. Wir wollen wohnen, aber wir wollen auch Arbeit. Wir wollen Kultur, wir wollen aber auch Schulung. Wir wollen
ja, auch noch Restauration, wenn es geht. Wir wollen ein Fitnesszentrum. Zum Glück hat nachher mein Freund, der später Migros-Chef wurde, ist bei Migros-Aare, hat nachher das Fitnesscenter gemacht. Mit dem Hammam, den haben sie jetzt mal aufgehört. Das interessiert doch kein Mensch in der Schweiz, ein Hammam, oder? Das kann nie rendieren, oder? Die haben müssen querfinanzieren. Also der Herbert Bolliger, der war bei mir Leutnant und später hat er es gut gemacht, dass er zu mir ins Bataillon gekommen und dann war er noch 4 Jahre Hauptmann im Bataillon. Das sind natürlich Beziehungsdelikte, die ja, aber noch etwas hergeben. Übrigens ist der Coop-Chef Los auch mal bei mir militärisch. Da waren wir nicht einmal miteinander. Wir haben natürlich nicht gewusst, dass sie später Chefs werden und derartige Konkurrenten. Nochmal, die vielfältigen Chancen, die es hatte, auch durch die Diversifizierung oder zum Beispiel ein Zusammenschliessen von einem Motor oder Anhängen mindestens bei dem, wo die Erfindungen produziert und die Verbindungen dort angeben. Zum Beispiel das Forschungszentrum noch mehr in umsetzbare, praktische Forschung zu organisieren. Das war ja der Grund, warum meine Motion heisst, eine Hochschule, die praxisorientierte Forschung als Schwergewicht hat. Und das, mein Vorbild ist die schwedische und die deutsche Fachhochschule. Heute haben sie den Namen abgeleitet. Aber das war die erste Fachhochschule in der Schweiz, die Aargau ist. Und zwar technisch aus dem Technikum aus, HTL Windisch, pädagogisch aus den Seminarien, vor allem Aarau und Wettigen. Es hat so viele Facetten gehabt in der Diversifizierung oder in den Interessengebieten, die hier bearbeitet werden. Dann haben sie mir immer gesagt, ich habe dann natürlich ziemlich funktioniert, mal, gerade in den ersten Jahren. Und ich habe gesagt, hey, also, jetzt müssen wir es machen. Dann hat er gesagt, ja, bring uns ein Cluster. Dann gesagt, nein, ein Cluster gibt es erst, wenn der eine macht. Und wir sind ja in der besten Lage, mit all diesen Firmen ein Cluster von der Maschinenindustrie, von der erweiterten Industrie, nehmen wir Werker, nehmen wir Röderlin dazu. Da könnte man doch etwas entwickeln, aber vor allem mit der Elektronik. Dann machen wir doch jetzt eine Computerfirma. Wir haben in Baden, weil der Kanton Aargau die Motion abgelehnt hat, ist abgelehnt worden. Ich wollte eine IT-Schule auf kantonaler Ebene lancieren, die sowohl für die Gymnasien wie für die Berufsschulen dient hat. Oder? Und der Grossrat hat das abgeschmettert. Vor allem der Gewerbeverband und die Handelskammer. Die Handelskammer und der Gewerbeverband waren gegen die Fachhochschule. Und heute ist der ehemalige Chef des Gewerbeverbandes, oder der Präsident, ist jetzt im Hochschulrat, das ist ja schön so, sitzt in der Regierung. Und das ist schön, es hat Früchte. Aber der Kleinmut, der manchmal herrscht, da komme ich auf den Aargau zurück. Man muss Grenzen überschreiten, man muss probieren zu schätzen und Vorbilder reinzunehmen. Und das umsetzen in diesem Bereich. Aber wenn sie einfach die Maschinentechnik, also ASEA Braun-Boveri hat, einfach verschachern, dann beginnen sie totzünden. Und die meinen, der Sohn hat ja ausgerufen und einen Zeitungsartikel geschrieben. Ich habe die grösste Freude daran. Nur, es ist sportliche Freude, oder? Unser Thema, jetzt müssen wir langsam die Schlusskurve finden. Wenn Sie heute auf das Baden-Nord schauen, ich stelle mir das also in einem gewissen Sinne ein bisschen dramatisch vor. Also der Moment von dieser Fusion und eben von dieser grossen Lehre, also jetzt rein räumlich, wo die Dimension vom Rest der Stadt überragt und zur Disposition steht. Wenn Sie heute auf das schauen, erfüllt Sie das auch mit einem gewissen Stolz, was aus dem geworden ist? Oder können Sie auch sagen, da hat eben, das ist erwähnt mit der Bruckerstrasse, das sind Sachen, wo es uns nicht gelungen ist, quasi, bis ins Detail. Das kann ich Ihnen einfach sagen, wenn ich hier oben sage, wenn ich auf der Schlossruine stand mit Besuchern, die da oben schauen, sage ich, ja, schrecklich.
Ja, einverstanden. Die Dichte kann nicht mehr überboten werden. Die Wuchtigkeit der Bauten eigentlich auch nicht. Aber das ist das Erbe, das wir übernommen haben und wo wir die gröbsten Klötze sogar rausgenommen haben, alle 30. Die viel beweinte, die haben wir dann noch schnell gewechselt, oder? Und das ist das, was mir immer noch vorgeworfen wird, dass ich das unterschrieben habe. Ich war ja dort dann der Chef, weil der Barnevik hat mich zum Chef gemacht von dieser Arbeitsgruppe, oder? Und das ist beim Sohn genau gleich geblieben. Und aber wir haben das Beste gemacht, das bestmögliche Versuch zu machen, was dem mal schon war. Wir haben nicht alles umgegachert und nachher frisch angefangen. Das würde ja niemand so bauen in dem Oval, wenn er frisch anfangen könnte. Es ist ja unglaublich, was die Unternehmung dort trainiert, buxiert hat, bis sie dann einfach den Krawattenklapp verrissen hat und dann haben sie Bierfeld gekauft, oder? Das ist in dieser Zeit vom absoluten Boom dann, in den Mitte 50er Jahren, ist das so entstanden, wie es ist. Aber der Nukleus ist natürlich von Anfang an ein Fabrikareal und für da ist es noch relativ diversifiziert in der baulichen Erscheinung. Und wir haben ja einiges übernommen. Zum Beispiel kurz, 3 Jahre, bevor der Zusammenbruch war, also der Zusammenschluss dann mit ASEA, sind alle unterirdischen Leitungen begehbar gemacht worden. Für 28 Millionen. Das war damals Geld gewesen. 28 Millionen. Darum habe ich von Anfang an gewusst, das, was in Winterthur geplant war, darum ist Oberwinterthur so ins Hintertreffen geraten mit Sulzer. Da haben sie einen französischen Architekt angestellt. Der ist das Gelände anschauen und nachher hat er eine Zeichnung gemacht. Nachher hat kein Posten gestummen. Wenn man graben hat, ist man genau auf ein Trafo gekommen. Von der Elektroversorgung oder auf ein Wasserreservoir. Dem war es scheissegal, was unten drin ist. Und er hat einfach einen Plan gemacht. Also das ist der Bauer von... Monsieur Jean Nouvel. Bitte? Jean Nouvel. Ja, der Jean Nouvel vom KKL. Genau. Ja. Aber ja, da mussten natürlich auch die Ortsansässigen müssen mithelfen. Oder? Aber das ist hier natürlich alles wunderbar genutzt worden. Die Anschlüsse hat man auf das abgestellt. Und darum hat eigentlich das Gesicht, wenn wir die Bilder anschauen, von 1955 und von 2019, ist das Gesicht vom Areal, sagen wir, auf einer gewissen Höhe angeschaut, ist geblieben. Natürlich hat man eben müssen ändern, was reissen wir ab, was nutzen wir um, was bauen wir neu. Und da hat es auch den einen und anderen Messensfrage gegeben, selbstverständlich. Oder eben sogar Wechsel. Die Halle 30 habe ich einfach, ich habe alles Mögliche probiert. Ich habe ein Eishockey-Stadion probiert. Es hätte 3 mögen in die Halle 30. 3 Stadien hätte 3 mögen. Hat niemand Vermögen, niemand wollte zahlen. Dann habe ich ein Kunsthaus mit einer, also eine Zeit lang hat ja das Kunsthaus den Anbau gestottert. Dann hat doch der Adi Meier gesagt, wir nehmen es auf Baden. Das war der Adi Meier, oder? Und dann habe ich geschaut, was machen wir? Das war in dieser Zeit. Unmöglich, einfach zu gross. Und nachher haben wir es abgetauscht mit dem Trafo. Also Halle 6, 37, 38. 38 steht das Hotel, 37 ist der grosse weisse Saal, also der deckte Stadtplatz. Und 36 sind die 3 Räume nebenzu, aber viel niedriger sind. Oder? Das Trafo ist ja eine Transformatorenfabrik, das ist ja klar. Und das ist jetzt aber wieder ein anderes Thema. Sie haben mich ja gefragt, wo hat es dann gefehlt? Oder warum sind sie leer gelaufen? Man hat natürlich schon gesehen, in der Geschichte von der Braun von Wehr hat es natürlich auch Durchhänger gehabt. Und die Weltwirtschaft hat natürlich auch nicht gerade wollen, wo der Durchhänger war in den 70er Jahren. Ich meine, die Krise, die erste Krise war ja eigentlich noch nicht durch. Und dann haben sie einfach die Hände schon ausgelegt, praktisch und das Gleiche produziert. Das war meine Frage an Lutherbacher. Warum liegen die Maschinen da? Bauen doch etwas anderes, wenn sie es nicht verkaufen können, oder?